Herzlich willkommen zur 20. Folge der vierten Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Cementa. Cementa ist ausgerüstet, denn es standardmäßig, was nicht zum Standard gehört, ist ja ein bisschen mehr Brandsätze, weil wir Infektionsherde auf der Karte haben und aufgeblähten Granaten. Das liegt daran, dass wir für eine zweite Ärzte-Enklave bekommen haben. Quest ist eben beim Spielstart aufgepoppt und ja, warum nicht einen zweiten Versuch wagen, ne? Nachdem das ja letztens grandios gescheitert ist. Ach ja, wir haben mal ein Auto weniger jetzt. Ah, ja, ich erinnere mich. So. Treibstoff kann rein. Ansonsten Ressourcen immer noch stabil. Könnte besser sein. Aber wir haben jetzt ja auch das vergrößerte Lager. Das heißt, 25 bis 30 wäre erstrebenswert. Aber ist okay, sag ich mal. Wie viel Einfluss haben wir? 2.500, okay. Ja, wir haben immer noch keinen Mediziner und von daher, wenn das klappen würde, diese Enklave aufzulösen, dann... wäre ich sehr glücklich. Ja, neue Session. Inzwischen habe ich den Tod von Austin auch überwunden. Also geht mir ja nicht wirklich nahe. Es ist ja nur, in Anführungszeichen, ein Spieler. Man versucht halt trotzdem zu vermeiden, dass einem ja, auch virtuellen Lebewesen etwas passiert, was man nicht unbedingt möchte. Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Aber ist nicht wild, glaube ich. Also, habe ja irgendwo vor mich hin gequasselt. Way too many plague zombies in this part of town. Oh ne, die sind hier drin. Ich glaube, das ist so ein Spot, wo es viel Materialien gab. Der hat gerade 10 Einfluss gemacht. Ich weiß nicht weshalb. Aber 10 Einfluss, also 10 kann nicht sein. Da läuft doch irgendwas wieder nicht. Nee, nicht Krankenstation. Das. Hier werden Waffenüberreste noch verwertet. Latrine läuft noch. Ach komm, stell dich einfach hier hin. Direkt neben einem Seuchenherz. Ihr habt euch auch wieder einen grandiosen Spot ausgesucht, Leute. So, fangen wir an zu checken. Zack. Chirurg. Dasan. Nur Medizin ohne Spezialisierung. Thank you. Die wollen Medis. How's the end of the world treating you? Und sie ist auch Chirurgen. Zwei Chirurgen brauche ich nicht, aber den zweiten könnte man ja, den uns trainierten, könnte man zum Pathologen machen. Habe ich sie mir jetzt wirklich gut angeguckt? Nee, gut nicht. How's it going? Jamie? Wo ist meine Maus da?
Ansonsten in Ordnung. Gut, Eigenschaften sehen wir halt nicht, aber bei ihm auch. Hello there. Und Dasan erkunden hat er schon. Ansonsten auf den ersten Blick nichts, was jetzt irgendwie schrecklich wäre. So, wo soll ich eure Medis holen? Also da rein. Nicht gut, aber naja. Stay together. These are still out there somewhere. Knock it down. Finish it off. Not often you find that. That's what I call loot. Materialien. Auch gut, selbstverständlich. Waffenüberreste. Waffenüberreste sind fertig. Dann mach da mal weiter. Materialien auch mitnehmen, ne? Kostfähig, da sind wir ja nicht. So, du rein, dich auf den Rücken. Du bist schwer. Mit 5 Pfund. Oder vielleicht sind es auch Kilo, man weiß es ja nicht, ne? Einem irgendwann eine Anfrage zum Umzug. Und da muss ich dringend recherchieren, was passiert, wenn man die Anfrage ablehnt. When you did, if your people need anything, medicine, treatment, just let us know. Wir brauchen euch. Sind aber immer noch nicht auf freundlich. Was habt ihr denn? Kalte Medis. Und das für Ärzte. So, aber bevor ich das vergesse, pausiere ich jetzt ganz kurz, um zu recherchieren, ob man die Enklave auflösen kann. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Eine schnelle Recherche hat nicht ergeben, dass man sie auflösen kann. Also,
So, was jetzt, Palti? Da ist ein Lagerhaus, da ist ein Reihenhaus. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch mal zum Reihenhaus fahren. Haben ja ein bisschen Brennmittel dabei. Ah, das da hinten. Das Fenster ist schon mal auf. Ah, die springen von oben raus. Eins Klima ist zumindest unten. Jetzt muss ich natürlich hier aufpassen. Job taking care of infestations. Nee, nicht schließen, öffnen, leichten Bolzen, so. Bevor der mir ans Auto springt. Der ist egal. Mysteriöser Fremder könnte natürlich Gelegenheit sein, ne? Ja gut, dann fahren wir zurück. Aber gucken uns das Schrottplatzlager aus. Yeah, breathing through your nose does not help. Das war ein Dackel. Da kommt er. Das war der eine Zombie zu viel. Jetzt dampft es schwarz. Sind vier Zombies einen Brandsatz wert? An sich nicht.
weg. Nicht, dass wir um die Ecke gucken und der uns ins Gesicht speit. Da steht zumindest einer. Kurz mal Tür zu und nach innen aufmachen, um einen besseren Winkel zu bekommen. Da sind sie. There's bound to be better places down the road. Das ist so gut, wie es geht, in Plague-Territory. Da haben wir doch ein bisschen was geleistet hier. Können wir auf dem Weg heim nochmal in der Klinik vorbeischauen. Denn wenn man die Enklave nicht auflösen kann und die da einziehen wollen, dann wäre es ja ganz gut, wenn wir vorher alles, was nicht nied- und nagelfest ist, da rausgeholt haben. Drüben ist auch ein Waffenkoffer, wo ich das gerade gesehen habe. Aber ich will jetzt erstmal rein in eine Klinik. Die stehen ungünstig, dann versuchen wir die Hintertür. Und ich sehe gerade Seuchenherzen im Handgemenge getötet 0 von 2. Das heißt, unser Seuchenherz, das wir gemacht haben, hat nicht gezählt. Man muss dann wirklich wohl mit der... Handgemenge-Waffe agieren. Da hat jetzt niemand drauf reagiert. So, na gut, wenn du schreist, mache ich hier erstmal zu. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Da ist irgendjemand durch die Seite. Upsi. Dackel habe ich auch gehört. Und irgendein Händler ist auch da. Jetzt steige ich aus, denn das wird doch für Vlad ein bisschen viel hier. Kassierst du auch gut hier. Gut. Das heißt eigentlich nicht gut, aber wir sind immer... Ach, Mädel. Na gut, aber jetzt soll der wohl alles raus sein. Barely worth taking. Da ist was. Komm, gib mir die Midis. Jawohl.
Da muss ich gleich mal gucken. Was haben wir hier? Time to find a new spot to search. Wie viel Platz haben wir noch im Kofferraum? Ich glaube, der war auch schon ziemlich voll, ne? Ja. My back is killing me over here. So, und dann ab. Läuft alles. Oh, Sprit. Gerade überlegt, dass ich noch bei den Verbündeten hier vorbeischauen will. Ich bin der festen Überzeugung, Düngemittel haben wir. Hey there, take a load off, buddy. Was könnten wir noch verkloppen? Ne, eigentlich nur das Düngemittel. Auftanken können wir aber auch, wenn wir jetzt eh schon hier stehen. So, was habt ihr denn Hübsches? So, you wanna make a deal? Sure, I guess so. Ihr habt eigentlich nichts. Aber das Düngemittel können wir ihnen verkaufen, hab ich gesagt. This might be too much to carry. Good to see you. You have anything you want to trade? Sure, I guess so. Bin ich mir sicher, dass ich das habe? 80% gebe ich mir. If I take out the nearest plague cart, this might clear up. Wenn nicht, naja. Und wer weiß, ob ich überhaupt eine Farm oder einen Garten baue. Boah, ja. Weiß ich. Fährst du rechts, fährst du links, fährst du geradeaus, ne? Was haben wir? Materialien und können beides rein. K.
kein Toolkit. Dann müssen wir wohl eins herstellen. Und dann hier reinpacken. Oh, die Rebecca-Quest. Na gut, dann kann Rebecca auch das mit Muni gleich übernehmen. Mit dem Besucher. Und das mit dem Teehund wollen wir ja zu Ende bringen. Ja, over here. Man nennt mich nicht Kid. Hey, listen. We need medicine, but I don't know how I feel about another stash from Sea Dog. Tea Dog. And I know where he used to live. Might be a lot of supply there. I had a few extra minutes, so I made myself useful. Hallo Mun. Anlocken von Zombies. Was willst du dafür erledigt haben? Seuchenproben. Ja, da können wir 1:1 tauschen. Komm mit. Ein paar haben wir ja doch. I knew we'd find it. Nice. Thanks, kid. You came through, kid. Here's a little something for your effort. Take care, kid. Hey, nicht weg. Ich habe gerade überlegt, ob ich Medis von dir kaufen soll. Pappnase. Oh, mein Spiel hängt, Leute. Speicherung oben rechts hat er gerade angezeigt. Ich kann nichts mehr machen. Er speichert schon wieder. Ich tapp mal kurz raus. Sollte bei der Aufnahme nichts ändern. Ne, hier geht gar nichts, Leute. Ja, ich pausiere kurz. Bin gleich wieder da. Ja, wieder da. Die Pest-Quest ist auch sofort wieder aufgepoppt. So, und jetzt können wir das Zeugs hier auch deponieren. Nehmen wir noch ein bisschen Feuer mit. Wir mussten hin für die Quest. Sag mal, das Spiel will mich verarschen, oder? Ist das nicht exakt das Haus, wo wir gerade eben... Naja, gut. Palzi. Das Problem ist halt, na gut, es gibt ein paar Basen, die etwas zentraler sind. Squilones, Mazara und Camp Kalenqua auch noch. Aber naja. Dann fahren wir da mal hin. Die haben noch 3 Infektionsherde da unten. Also nehmen auch mal... Halt, das ist aber eine Quest. Nimm überhaupt kein Feuer mit. Das ist eine Quest, wo wir eine Menge abtransportieren müssen. Yeah, that's a blood feral. Aber was ich gerade noch mache. Jetzt dahin fahren. Nochmal bei den Verbündeten checken. Denn wir hatten ja, glaube ich, kurz bevor das Spiel abgeschmiert, bevor ich es neu gestartet hatte, einen neuen Tag angezeigt bekommen. So, hier Rucksäcke. Salvagen. Gedenkaschenbecher. Das ist die Siegeszigarre. Poster der Good Time Boys. Erinnerst du dich an diese berühmte kanadische Boyband? Wir auch nicht. Darmhygiene nochmal. Die Nachrichten können weg. Hier, Nagelfeilen auch weg. Jetzt mal aufräumen hier. Ja, und wir hatten eine Tüte mit Dünger.
Also meine 80% Einschätzung war richtig. So. Blendgranaten nutze ich nicht. Könntest du aber mal palzieren. Ja, könnte ich, aber ich kann keine Granaten rückwärts werfen. Von daher kann ich es auch sein lassen. Haben wir nicht noch sowas wie Dosenbomben? Ja. Dann lass die Nagelfeilen doch noch da und nimm die Dosenbomben mit. Kannst beides mitnehmen, Palzi. Du musst nur ein bisschen was in den Kofferraum noch tun. Da sollten ja zwei Slots sein. Und dann kriegst du das auch alles weg hier. Was war das jetzt? Was wollten wir? Die Nagelfeilen. Nee, das ist alles bedingt auf jeden Fall sinnvoll. Hier ist doch auch schon wieder irgendwas zu viel. Dich kann man mal verwerten. Nimm noch so eins mit. Du kannst das auch noch verkaufen. Ja, aber das Verkaufen, liebe Leute, das machen wir dann wohl beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls auch ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.